Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Unileben. Und wir haben das Winterfest und feiern auch natürlich den Geburtstag von Nadja. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das hier alles eigentlich werden wird. So, du bist schon hier oben am Essen. Ah ja, genau, den Weihnachtsbaum müssen wir noch schmücken. Aber du solltest noch ein bisschen lernen, und zwar für den anderen Kurs. Würdest du dich jetzt mal um deine Kinder kümmern? So, und dann werden wir zum Festmahl rufen. Eigentlich könnten wir auch oben essen, aber das, sollte wohl nicht sein. So, kommt denn auch jeder? Oh Mann. Irgendjemand stinkt. Sie selber oder was? Hat jeder das jetzt abgeschlossen? Ja, du eher nicht. Okay. Oh. So, du musst leider schon zur Uni. Aber du kannst ja gerne noch die Winterstimmung teilen. So, was ist bei dir? Du hast noch 2 Tage. Und in 4 Stunden musst du zur Uni und in 5 Stunden dahin. Das ist kaputt. Schön zu wissen. Ja, jetzt mach doch. Ach, Mann. Dann musst du deine Dings liebkosen, bitte. Du solltest mir vielleicht Informationen sammeln.
Und du lernst jetzt noch für die Uni. Oh Mann, wie viele Tage? 6 Tage hast du noch. Das Spiel wurde vorzeitig beendet. Ja, genau. Okay, ihr tanzt hier auch gut. Wie wär's, wenn ihr drei Mädels den Weihnachtsbaum schmückt? Man kann ihn doch dekorieren. Baumdecke habe ich Schmuck in Rot-Gold. Und dann noch die Spitze. Mit dir. Und jetzt kümmert euch da mal drum. Ah, watscheln die drei Hübschen. Sehr verspielt. Aber ich will doch eigentlich noch, dass ihr die zumindest fertig schmückt. Oh, du musst ja auch zur Uni. Geburtstagsparty findet auch bald statt. Das gibt ja eine Party. Ein Freund von mir hat gehört, wie toll du bist. Nee. Eine streng geheime Agentur wie unseren jemanden, der so einen guten Ruf hat wie du. Nun ja, das genau ist der springende Punkt. Führende Detektivin. Eigentlich ja nicht, ne? Warum bist du wütend? Ruinierter Baum. Sag mal, wie lange dauert das denn noch?
So, weil die Kleinen hier quengeln. Hier mache ich mal auf. Ich weiß sowieso nicht, warum das einmal geht und einmal nicht. Dann müssen wir die schmutzigen Windeln wechseln. Oh Mann. Können wir jetzt endlich den Baum vielleicht schneller schmücken? Los geht's. Erst die Kinder vielleicht. Ja, die Babys. Geschenkeberg unter den Baum legen. So, dann müsste irgendjemand. Warte mal, weißt du was? Du wirst die Torte jetzt backen. Und zwar ach komm, eine mehrstöckige. Ich glaube, das da kann man auch Geburtstagstorten mit als Kerzen draufstecken. Du, ihr macht jetzt keinen Fassstand und du bist wieder weggegangen. Super. Könntest du vielleicht dann das mit den Babys erledigen? Ach, guck mal, der Marco ist ja auch da. Och Mann, Mädel, du gehst mir auf die Nerven. Und du spielst Schach. Ich meine, ich glaube, dir geht's zu gut. Musst du nicht auch noch irgendwas machen? So wie arbeiten oder so? Ich meine, ja gut, die hat jetzt Geburtstag, ne? Was ist denn los? Ich hab doch aufgeschlossen. Kommst du jetzt mal hier hin? Oh Mann, das geht mir so gerade dermaßen auf den Sack. Dann räumen wenigstens hier unten mal ein bisschen auf. Du bist im Weg. Oh Mann, kannst du das jetzt mal. Oh, wieso hast du denn die das Kittelchen an? Bist du dumm im Kopf oder was? Oh, hau bloß ab. Du wirst jetzt den erstmal mit der Flasche füttern. Und du sollst die wohl schmutzigen Windeln wechseln und nicht oben noch was reindrücken. Und du gehst jetzt erstmal duschen.
So. Zwanzig Stunden, zwei Tage. Haben wir es jetzt endlich geschafft? Dann können wir ja hier runtergehen. Und dann kann die Kleine mal die Kerzen auspusten. Ist ja schön, dass irgendjemand dabei war. Nicht kokett, okay. Und vielleicht, Wissen? Dann könntest du nämlich dann auch studieren. Zumindestens eine Sache oder so. Ich weiß ja nicht. Kannst du dich eigentlich in der Uni anschreiben? Nach Winterfestgeschenken sehen von mir aus. Was treibt ihr hier oben? Naja, egal. Das da brauchen wir ja jetzt erstmal nicht. Geschenke öffnen. Dann kommt mal hier alle hoch. Sie will das Geschenk in ein geleerter Stapel, okay. Moochie Peachy, Shaby Baloo, Yibs, Smirks, Schulprojekt. Ein Türkis. So. Ach komm, jetzt freu dich doch mal ein bisschen mehr. Oh Mann, du hast dir doch auch ein Geschenk gegeben. Ich meine noch nicht. Ach, guck mal. Nee, bitte nicht kämpfen. Das ist ja wirklich ein ganz tolles Fest.
Das war doch mal ein ganz toller Geburtstag und ein ganz tolles Winterfest. Ja, und damit mache ich hier jetzt auch wieder einen Cut und wir sehen uns in einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.